Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider 3 Part 41. Und jetzt heißt es hier diesen Megasprung wagen. Und geschafft. Und hier durchkrabbeln. Oh, da liegt Muni. Stirb! Der du auch bist. Wo bist du? Boah, komm raus. Fast die Zeit vergessen. Wo bist du? Na, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Leben, ich habe ziemlich viele Medipacks. Hinterlassen hast du nichts. Ich sollte aber eine Fackel anmachen. Hier ist es dunkel. Hier muss ich durch. Na los. Los, Lara. Stirb. Geh drauf. Oh, hier geht's runter. LOL. Laden. Das sollte eigentlich nicht passieren. Warum sich auch Lara nicht mehr festgehalten hat, ist mir auch ein Rätsel. Zum Glück muss ich nicht viel machen. Ah, den Sprung ist geschafft. Der Sprung ist auch geschafft.
Und weiter geht's. Los, komm her. Komm, put, put, put. Ha! Da komm ich eben. Da du nicht gekommen bist, komm ich eben zu dir. Hehe. Und jetzt hier durchkrabbeln. Musst du direkt neben mir stehen? Haha. Jetzt bist du tot. Muss aber trotzdem Medipack nehmen. Diesmal ein kleines. Was muss sie hier machen? Ich muss auf dem Kopf der Sphinx landen. Speichern. Alle den Speicherkristall will ich trotzdem haben. Anlauf. Ich bin auf dem Kopf des Sphinx. Das sollte nicht passieren. Spiel laden. Ich muss ja irgendwie auf diese eine winzige Plattform kommen. Los, halt dich fest, Lara. Oh.
Das ist auf jeden Fall eine Frage des Ermessens. Wann ich mich loslassen, wenn ich loslassen muss. Ein zu weit! Ein etwas zu weit! Das war ganz bisschen zu weit! Derzeitige Position, ja! Der fünfte Tod in diesem Spiel, in diesem Level, war das, glaube ich. Ja, das müsste die Stelle ungefähr sein, wo ich eben war. Sprung! Loslassen. Sprung. Ich bin drauf gelandet. War ich das jetzt etwas zu weit? Ja, es war zu weit. Laden. Ich will schon alle Geheimnisse in diesem Level haben. Und jetzt nochmal dahin. Loslassen. Oh, direkt drauf gelandet. Sprung! Warum lande ich da nicht drauf? Hallo? Spiel? Willst du mich verarschen? Ich möchte da schon drauf. Runter hier.
Und Sprung! Und wieder genau drauf. Und diesmal speichere ich. Laden. Ich will auf diesen Pfeiler drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, so geht's doch. Wow. Und da drüben ist ein... Schweigekristall und Rakete. Also, wie komme ich jetzt auf den Boden? Indem ich einfach auf die Schulter der Sphinx springe. Also, irgendeiner läuft hier rum. Hey, wo war er hinter mir? Hat er was hinterlassen? Nein. Aber haben mir nur Schaden ausgeteilt. Und der hat was hinterlassen. Und was? Auf jeden Fall nicht das Balsamöl. Einmal ziehen. Und hier müsste bald das vierte Geheimnis sein. Kommt schon, geh wieder ran. Und jetzt? Einmal? Den hier zweimal ziehen.
Ah, Geheimnis Nummer 4. Nimm die Rakete. Wie viele Raketen haben wir schon haben? Und jetzt wieder runter. Los, Lara, mach, hinne. Rein da. Jetzt hier runter. Ah, jetzt bin ich hier. Und ich darf jetzt wieder ganz zurück. Hier ist noch ein großes Medipack. Und jetzt wieder ganz da oben hin. Und würde sagen, wenn ich oben bin, beende ich den Part. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich wieder da bin, wo wir dieses Balsamöl geholt haben. Und hier beende ich den Part und das war Let's Play Tomb Raider 3 Part 41 und bis zum nächsten Part.